Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Leben, Wachstum, Erfolg, Fortschritt. Mein Name ist Christian Hettke und ich bin unendlich dankbar, dass du heute am Samstag wieder einschaltest, um in deine Weiterbildung, deine Persönlichkeitsentwicklung, deine Entfaltung deiner Stärken einmal einzuschalten. Das Staffelfinale der zweiten Staffel ist einmal rum zum Thema Beziehungen von meinem Podcast und ich starte heute mit der dritten Staffel und der ersten Folge. Und in der ersten Folge will ich mal eine neue Sache ausprobieren. Es gibt mal keinen Teaser, keinen Trailer, keine Vorschau dazu und auch mal keine Geschichte in der ersten Folge. Ich will mal gucken, wie das ankommt. Daher einmal will ich dir verraten, worum es in der Staffel geht und die erste Folge. Also, es geht in dieser Staffel um einen großen Lebensbereich, das ist das Thema Finanzen. Und die Folge soll sich drehen um das Thema Einführung in die Finanzwelt. Da freue ich mich, dass ich mit dir die ganze Staffel über Finanzen in den Fokus nehmen kann, also Finanzen im Fokus. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass du dabei bist, denn in der ersten Folge werden wir uns einfach mal um die grundlegenden Begriffe, um die grundlegende Einführung in die Finanzwelt befassen. Und bevor wir da in die Details direkt einsteigen, da eintauchen, tiefer reingehen, lass mich dir bitte einen kurzen Blick geben. Lass uns mal einen kurzen Blick darauf werfen, was die Finanzwelt eigentlich umfasst. Also die Finanzwelt ist natürlich ein breites Feld, das ganz viele Bereiche umfasst. Beispielsweise, das kann Bankenwesen sein, Investitionen, Versicherungen, Steuern, Immobilien, Anleihen, Aktien, Kryptowährungen und vieles mehr. Also im Wesentlichen geht es in meiner Welt, du kannst das bestimmt anders sehen, geht es darum, wie man Geld verwaltet, investiert und wie Geld genutzt wird, um finanzielle Ziele zu setzen, hinzukommen, sie zu erreichen und sich neue Ziele zu setzen. In den kommenden Folgen werden wir einmal die verschiedenen Aspekte der Finanzwelt herausarbeiten und uns damit beschäftigen, um dir dabei zu helfen, ein solides Verständnis einmal aufzubauen, um die finanzielle Situation zu verbessern. Ich will dir einmal helfen, über Budgetierung, ist ein ganz schwieriges Wort, einfach mal um Finanzplanung zum Thema Sparen, Investieren, Steuern, Altersvorsorge, Immobilienkrediten, Schuldenmanagement und vieles mehr mit dir zu besprechen. Ein anderer wichtiger Punkt, den ich gleich zu Beginn klären möchte, sind grundlegende Begriffe und Konzepte, die in der Finanzwelt ganz oft verwendet werden. Ich will kein Fachchinesisch mit dir sprechen, ich will mich nicht zu kompliziert ausdrücken, darum gleich einfach einmal die Fachbegriffe, damit in den kommenden Folgen gut erklärt ist, wenn einige Begriffe häufig verwendet werden, dass die gleich zu Beginn erläutert werden, dass du auch gleich damit einsteigen kannst. Also beginnen wir mal mit dem Begriff Budget. Also Budget ist einfach nur eine Aufstellung, eine Excel-Tabelle, wenn du es so haben willst. To-Do-Plan, wo die Einnahmen und Ausgaben aufgelistet sind. Es ist eine ganz wichtige Grundlage für eine solide finanzielle Planung, die dir dabei helfen sollen, deine Ausgaben zu kontrollieren und sicherzustellen, dass du nicht mehr Geld ausgibst, als du verdienst. Eine App, die ich an der Stelle sehr gut empfehlen kann, ist Finanzguru. Die ist kostenlos, super im Google Play Store zu erreichen, für nahezu alle Geräte, sollte sogar für alle Geräte verfügbar sein. Hilft dir super einfach und kann ich wirklich empfehlen. Ist auch keine Affiliate-Werbung, die finde ich einfach toll. Deswegen probiere die gerne mal aus. Ein weiterer Begriff ist das Thema Investition. Also eine Investition bezieht sich ganz einfach mal gesagt auf den Kauf von Vermögenswerten, also Werte, die Geld schaffen, wie Aktien, Anleihen, Immobilien oder andere Wertgegenstände mit der Absicht, dass sie in der Zukunft einen finanziellen Gewinn für dich erzielen, einen finanziellen Gewinn für dich rausholen. Das kann zum Beispiel sein, ist ein bisschen spekulativ, Rolex-Uhren oder Gold, Silber, Platin, Kupfer oder andere Edelmetalle. Ein Begriff, den du wahrscheinlich schon oft gehört hast, ist das Thema Steuern.
Und da das nicht zu oberflächlich sein soll, will ich mit dir da auch mal ein bisschen reingehen. Also Steuern sind Zahlungen, die an den Staat oder andere Regierungseinheiten, an andere Regierungsabteilungen geleistet werden, um öffentliche Dienstleistungen und vor allen Dingen Infrastruktur zu finanzieren, damit die damit bezahlt werden kann. Es gibt verschiedene Arten von Steuern. Die du vermutlich am besten kennst, sind die Einkommenssteuer, die Mehrwertsteuer und die Grundsteuer. Nur um mal drei zu nennen. Also das waren nur einige Beispiele für grundlegende Finanzbegriffe, die in den kommenden Folgen viel näher betrachtet werden sollen. Mir ist es wichtig, dass du ein Verständnis für diese Begriffe entwickelst, um finanzielle Entscheidungen fundierter, viel, viel besserer treffen zu können. Und bevor es zum Ende dieser dieser Trailer-Folge, dieser Vorschau-Folge geht, möchte ich dich ermutigen, dich aktiv an dem Podcast zu beteiligen. Das ist auch übrigens eine Sache, die ich neu einführen werde. Stell mir gerne deine Fragen, mach gerne Themenvorschläge oder schreib mal gerne deine eigenen Erfahrungen mit rein. Ich will diesen Podcast gerne mal interaktiv gestalten und auf deine Bedürfnisse gerne eingehen. Wenn du was Neues willst, einen komplett anderen Beitrag, würde ich die Staffel auch abbrechen und würde ich was Neues starten. Oder du willst, dass ich in bestimmte Themenbereiche näher eingehe, würde ich das gerne für dich machen. Dass du quasi entscheidest, worum es in dem Podcast geht und dass du auch entscheidest, was dir wichtig ist in dem Podcast. Das war einmal die erste Folge zum Thema Einführung in die Finanzwelt, Finanzen im Fokus. Ich hoffe, dass du nun einen kleinen Überblick hast, einen kleinen über die verschiedenen Bereiche in der Finanzwelt und dass ich vor allen Dingen dein Interesse geweckt habe, um in den kommenden Folgen tiefer in die tolle Finanzmaterie einzutauchen, damit du praktische Tipps und Ideen an die Hand bekommst, um deine finanzielle Situation zu verbessern und noch schöner zu gestalten. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Hat mir sehr viel Freude gemacht, dass ich dir mal was Neues vorstellen darf. Ich freue mich gern darauf, mit dir in der nächsten Folge Finanzen im Fokus, Finanzen, wieder mit dir über ein neues Thema zu sprechen und dich da auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir einen erfolgreichen Start in deine persönliche Finanzreise. Tollen Samstag. Einen maximal erfolgreichen Start in den Sonntag. Schöne Pfingsten und mach aus deinem Leben ein finanzielles und anderweitiges, wunderschönes Bild. Bis dahin, das war's von mir, der Christian Edgar. Ich verabschiede mich. Ciao, bis dann.